Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Pharmatown-Projekt. Wir haben in der letzten Folge, müsste das gewesen sein, da habe ich ja gesagt, wir werden den Zeto reparieren. So, erst einmal gehen Grüße raus an, Moment. Wo waren das? Wo waren das? Ah. Antraband 601. Den echten Namen will ich jetzt nicht sagen, also an den Schuh gelegen. Grüße gehen auf jeden Fall raus, dass du meine Videos guckst. Und ja, nochmal für dich, der Livestream startet so. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? Ja, so. So 14 Uhr. 15 Uhr so. Also zwischen 14 und 15 Uhr. Ja. Wir werden heute den Zeta wieder zum Laufen kriegen, hoffe ich, dass er wieder läuft. Man sieht schon, der ist dreckig. Der hat ziemlich großen Schaden. Es schneit immer noch. Naja. Vielleicht werden wir auch nochmal einen Lance Bulldog holen. Hier den Fiat. Oder den Zeta, bin ich auch überlegen, ob wir den reparieren sollen oder verkaufen sollen, weil. Und für das Geld kann ich mir dann halt hier so einen Porsche Diesel holen. Aber ich glaube, dafür müssen wir den auf Hebebühne bringen, obwohl das können wir auch hier schaffen. Wenn hier schon steht, dann habe ich hier drin einen Hochdruckreiniger. Nein, habe ich nicht. Muss ich mir kurz einen holen. Es lädt, es lädt, es lädt. So. Und sauber machen. Ah, läuft wieder. Lenkrad funktioniert auch. Und dann geht's los. Oh, Schub. Jetzt müssen wir langsam rüberrollen. Mal aufmachen. Steht da noch ein. Ja, da steht noch das Teil hier drin. Das können wir auch mal rausfahren, ne? Das lädt ja auch wieder. Ist ja auch noch mit Handgas, wie man das sieht da, ne? Ist auch noch mit Handgas hier, das Teil. Dann bin ich auch im Überlegen, ob ich das verkaufen soll, weil das ist noch ziemlich viel wert. Lassen es hier mal stehen. Hund müssen wir auch noch füttern. So. Dann hing ich. Ah.
weiß nicht, ob wir den hier hochfahren können. Ich glaube, das wird nichts. Wir können den hier nicht hochfahren. Da brauchen wir eine spezielle Hebebühne für. Na, wir lassen die erstmal stehen. Aber den sieht er auch schon repariert. So, jetzt noch Hofarbeit gehen. Gut. So. Gut. Bisschen allgemein. Ach nee, da steht ja der Fiat drin. Ein bisschen allgemein den Hof einmal aufräumen. So. Lass ich jetzt einfach drin stehen. Und sonst war das ist eigentlich schon, gell? Also. Guck mal, das Lager. Ich glaube, werden wir auch irgendwann mal benutzen. Das Lager. Aber heute noch nicht. Ich glaube, den Livestream machen wir um 14.50 Uhr. 14.40 Uhr oder 14.50 Uhr. Naja, ich denke mal, wir parken noch das Auto ein. Ich habe offline jetzt nochmal das Tor hingekriegt. Das heißt, bedeutet, wenn ich jetzt oben erstmal die Fernbedienung holen gehe. So. Dann können wir hier unten jetzt das Tor aufmachen. Müsste eigentlich gehen. Jo, es geht. Geil. Endlich. Fahren wir mal das Auto rein. So, weit. Machen wir mal hier zu. Und das war's dann auch. Wir gehen gleich mal in mein Haus rein. Ich habe für mein Haus noch keine richtige Garage. Dann benutze ich die hier von meinem Mitarbeiter mit. Gut, das war jetzt auch nur eine kurze Folge. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Jo. Dann. Bis denn, euer, was weiß ich. Einfach tschüss.